So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind und ungeschnitten. So, wir haben das letzte Mal mehrere Höhlentouren genommen. Unfreiwillig, will ich dazu sagen. Allerdings waren sie nie verkehrt, denn wir wurden immer reichlich belohnt. Jetzt wollen wir uns endlich mal hierhin begeben, weil ich vermute, dass hier was ist. Nämlich diese Statue, aber ich weiß es nicht. Das ist der Punkt. Also, wir suchen theoretisch noch diese Statue, von der die andere Statue gesprochen hat. Diese Göttinnenstatue. Aber so richtig fühle ich noch nicht, dass wir da hinkommen werden. Also, vor allem, dass wir dort was finden werden, so rum will ich es ausdrücken. So, aber hier waren wir das letzte Mal schon und dann sind wir nämlich abgestürzt, weil wir einem Moblin hinterher sind, weil wir Loot haben wollten. Ja, und dann war da unten einfach dieser Höhleneingang. Jetzt geht es auf der Straße erstmal weiter. Dann gucken wir mal. Aber es hieß halt, diese Statue ist in einer tiefen Schlucht. Und das hier ist eine tiefe Schlucht. Also schauen wir halt mal, was wir hier so finden und feststellen. Entweder wir werden schlauer oder halt nicht. So. Hops. Platz der Ranellstraße. Also hier ist dieses runde Ding, das ist schon mal keine Statue. Schade. Ist hinter dem Wasserfall etwas? Oder mal anders. Finde ich, kriege ich irgendwas angezeigt, wenn ich diese Mission... Nein, es ist keine Episode. Es ist eine Nebenaufgabe. Ich krieg was angezeigt. Ja, let's go. Natürlich ist das die. Ja, die ist ja kaputt. Ach, lol. Ja, komm, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um, aber wir wissen jetzt... Ah, lol. Ja, okay. Das war... Ja, aber hier ist ein Schrein, das habe ich mir schon gedacht. Dann machen wir den Schrein hier. What the heck ist denn jetzt los? Jetzt wollen aber alle wieder was von mir hier wissen. Na, dann lösen wir das Schreinrätsel hier mal irgendwie. Wo ist der Kristall dafür? Im Wasserfall, ich wusste es doch. So, okay, aber jetzt kriegt er erstmal hier auf die Mütze. Das hat gut funktioniert.
Tschüss. So. Okay, dann holen wir mal den Stein. Also doch im Wasserfall. Sehr interessant. Oder natürlich auch dahinter möglich. Wir werden es erfahren. Wieso hast du Energie verloren? Hallo? No, ich wollte gleich. Oh, nee. Okay, ich könnte Glück haben. Und hier hochkommen. Oh, yes. Ah! So ergibt es noch viel mehr Sinn. Okay, die ist jetzt aber bitte nicht wieder so groß wie die letzte Hürde. Weil dann würde ich schon ein bisschen... Oh. Am Rad drehen. Oh no. Oh no. Ich ahne Böses. Ach so. Ach so. Muss doch nichts Böses ahnen. Alles gut. Der ist dann nur für den Abtransport. Der ist dann nur für den sehr praktischen Abtransport. Ja, wunderbar. Okay, jetzt will ich mich aber noch... Ja, ich dachte mir nämlich, dass da noch mehr ist. Okay, hier sind dann mehr Sachen. Aber dahinter ist irgendwas Elektrisches. Das ist eine Truhe. Ja, erstmal die holen. Was hat denn hier Hübsches? Okay. So, da drüben ist auch nochmal Stuff. Aber irgendwas mit Elektro. Kann ich eigentlich hoch? Ja, aber nützt mir nichts. Okay, und hier drüben kann ich auch nicht hoch, sondern okay. Ah, so ein Elektro-Slime. Damit habe ich schon fast gerechnet. Nice. Das war alles, was wir gebraucht haben. Mehr haben wir nicht gebraucht. Jetzt geht der Rest seinen Weg. Ach, da hat nicht viel gefehlt, verdammt.
LOL! Ich sind die wieder einfach futtert, ne? Aber ist ja als... als Bait gar nicht so schlecht. Oh, ich glaube, das ist schon wieder... eine Durchgangshöhle. Wir haben ja auch den Typ noch nicht gefunden. Genau den. Ah, nee, ich glaube, sie ist sogar hier zu Ende. Ja, sie ist hier zu Ende. Okay, ich habe nichts gesagt. Gut. Sehr schön. So gefällt mir das schon viel besser. So, jetzt hat er noch eine Truhe ausgespuckt normalerweise. Da. Ja, jetzt sieht das, lassen wir jetzt mal wirklich liegen, oder? Ja, nee, komm, passt schon. Okay, ja, dann können wir jetzt den Kollegen mitnehmen. Ich will ihn nicht fotografieren, ich will ihn mitnehmen. Von selbst bewegt sich nichts, ne? Ja, gut. Sehr gut. Die sind ein bisschen schief, aber es wird schon gut gehen. Wir müssen ja auch nicht brutal weit kommen damit. So, ich habe ein bisschen Angst. Wir gucken mal, wohin es uns zieht. Ah, sehr gut. Optimal. Naja, fast. Halt, aus. Es war fast optimal. Das war jetzt nicht so gut. Okay, zum Glück schwimmt er auf dem Wasser. So. Hallo? LOL. Okay. Sehr schön. Das dürfte ja auch wieder nur ein Belohnungsschrein sein. Insofern kann man einfach direkt reingehen. Und die Sache hat sich. Ja, also gut, dass wir hier waren, aber der Grund, weshalb wir hier waren, war natürlich jetzt Quatsch. Vor allem, ich habe jetzt... Ey, das ist schon wieder so witzig. Ich habe jetzt auf der Suche nach dieser Göttinnenstatue, habe ich die Magierstatue gefunden im Untergrund. Ich habe eine neue Mine gefunden im Untergrund. Ich habe diesen Schrein hier gefunden. Ich habe weitere Schreine gefunden. Also. Und am Ende ist die Nebenquest von der Göttinnenstatue wahrscheinlich völlig gar nicht so spannend, wenn es so weit weg ist und gar nichts ist, was man suchen muss.
Aber ja, gut. Also wir lernen daraus mal wieder, trotzdem ist es sinnvoll, bei manchen Quests erstmal sich anzeigen zu lassen, wohin die Reise führt. Weil das ist dann wahrscheinlich eine Nebenaufgabe, die einfach nur dazu führt, dass man Dings, dass man die, na, weißt du schon, dass man die, ja, eben diesen Ort hier findet. Aber gut, es soll mir recht sein. Es soll mir recht sein. Halt, falsche Richtung. Da hinten ist die kaputte Statue. Ja. Die Frage ist nur, wie macht man jetzt die Quest hier weiter? Also kriegt man jetzt hier irgendeinen Hinweis oder untersuchen? Die Göttinnenstatue ist umgestürzt. Ah, und jetzt muss ich damit einfach zurück zu der anderen, oder was? Like, ist das euer Ernst? Kann ich hier noch irgendwas, jetzt wo ich einige Weißen ja befreit habe, kann ich jetzt irgendwas eigentlich tun? Wahrscheinlich nicht. Nee, es sieht nicht so aus, als ob mir hier irgendwas irgendwie gehen würde. Ja gut, ich kann Sonnenfleckchen wieder ein paar mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Das ist natürlich auch nie verkehrt. Aber hier war sonst nichts weiter, ne? Nee. Hier war sonst nichts weiter. Okay. Dann begeben wir uns wieder nach oben. Das ging ja jetzt sehr weit nach oben. Ach nee, ich muss ja ganz zurück. Ich muss ja zu der Statue zurück, am Dings. Aber wenn wir schon gerade hier... Wo ist denn hier der Turm in dem Gebiet? Weil das Gebiet haben wir auch noch nicht offen. Wo ist denn hier der Turm? Wenn ich alle Türme habe, kriege ich ja mehr Medaillons. Insofern ist das jetzt tatsächlich äußerst sinnvoll, sehr schnell die Türme fertig zu haben. Wo ist der Turm? Der muss ja hier irgendwo sein. Da drüben. Wie schnell bin ich dort? Wenn ich von ganz hier oben lossegel, dürfte ich doch gar nicht so lange brauchen, oder? Oh, bist du ein Krog? Schade. Ich gehe mal auf die höchste Stelle. Ich bin doch jetzt mittendrin schon, ne? Ja, ich bin schon mittendrin. Das ist immer noch nicht die höchste Stelle. Die ist da drüben. Ah nee, keine Lust auf Elektroslimes. Leave me alone, guys. Leave me alone. Oh, da ist sogar was hier oben. Was ist das denn? Ach, ein Krog.
Das ist schon wieder so ein Krog. Das ist schon wieder so ein Krog, wie es schon beim Dings war. Den man hier irgendwie rausziehen muss. Ich verstehe schon, dass ich den rausziehen muss, aber ich kann ihn halt nicht rausziehen. Ich meine, gut, hier sind jetzt noch ein paar Sachen dazu. Okay, warte mal. Aber ich fürchte fast, dass das halt einfach reißen wird, dieses Ding. Also wenn ich ihn jetzt da runter segeln lasse. Der wird halt dadurch nicht rausgezogen. Und es passiert einfach gar nichts. Okay, was passiert, wenn ich ihn einfach ins Nirvana jiete? Na, nicht so. So, was passiert jetzt? Ah ja! Okay, also man muss die irgendwie mit Dings rausziehen, mit irgendeiner Aktion halt. Ja, tschüss, ne? Das wäre jetzt halt mein guter Weg auch gewesen, darüber zu kommen, aber was soll's. Oh! Oh! Das ist der Krogwald. Dem Krogwald geht's gar nicht gut. Dem Krogwald geht's gar nicht gut. Aber es ergibt natürlich Sinn, dass man da nicht so einfach rein kann. Aber dann sollten wir vielleicht uns wirklich mal dorthin als nächstes begeben auch. Ha. Ja, okay, pass auf. Wir machen jetzt den Schrein hier. Dann machen wir den Turm da drüben. Lass doch einfach aufmachen. Dann machen wir den Turm hier drüben. Dann bringen wir die Information zur Statue zurück. Wir haben uns immer noch nicht in Hateno umgeguckt. Mein Gott. Oh, was ist denn, oh, was ist denn jetzt los? Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Habe ich mal ganz blöd gefragt. Kann ich hier nicht? Ne? Also warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht? Hey, Truhe. Sehr schön. Hier gibt es bestimmt mehr Truhen. Ja. Okay, hier kann ich nicht hoch.
passiert, wenn man die Dinger auslöst? Ah, schade, ich dachte, ich kann den da irgendwie... Warte mal. Ich will nur wissen, was passiert, wenn man die auslöst. Ah, die werden so nicht ausgelöst. Na gut. Okay. Gehen die komplett zusammen? Nein. Ja. Oh. Ja. Was ist dies? Dies kann ich hochheben. Und da ist eine neue Truhe. Mit einem kleinen Schlüssel. Yes. Waren das jetzt alle Truhen? Nein, es gibt also immer noch eine Bonustruhe. Okay. Blockt der Stein das? Ja, interessant. Oh! Hier oben drauf. Dann ist da wahrscheinlich die Bonustruhe. Okay, ist mehr Licht. Ah, da ist die Bonustruhe. Nice. Okay. Da haben wir aber bestimmt einen, den wir einfach hergeben können, ne? Irgendeinen ganz miesen. Naja, was heißt ganz mies, aber... Haben wir jetzt alle Truhen? Immer noch nicht. Eieiei. Hier kann man was rausholen. Das ist garantiert nicht unwichtig. Ja, da ist nämlich noch eine Truhe drin. Okay, haben wir jetzt alle Truhen? Immer noch nicht. Ist ja unfassbar. Aber jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, das ist der Anfang. Gut, aber ich habe natürlich bisher den Weg hier noch ausgelassen. Ja, da ist noch eine Truhe. Haben wir jetzt alle... Jetzt haben wir alle Truhen. Jetzt würde mich interessieren, hier wäre natürlich die Kleidung auch cool gewesen, ne? Die Leuchtkleidung. Ja, das wäre auch eine coole Kleidung gewesen. Okay. Also hier kann man auf viele verschiedene Art und Weisen durchgehen. Die gruseligste ist mit Sicherheit die mit der Lampe. Nur mit der Lampe hier durch? Da wäre ich ja ewig unterwegs. Muss nicht sein. Ne? Muss nicht sein. Aber interessantes weiteres Sonanium. Dingswerkzeug. Nach wie heißen sie? Sonauwerkzeug. Okay. Alles klar. Sehr schön. Zack. So, weiter zum Turm.
In der Hoffnung, dass das funktioniert. Aber es sieht eigentlich gut aus. Let's go! Da ist auch dann das direkt der nächste. Also was heißt der nächste? Da ist einer von den. Von den Dingsig. Von den Dingsen. Von den. Oh, ich checke jetzt erst, dass die Zeit angehalten wird, wenn man den Dings macht. Hä? Oder ist das nur, wenn ich in der Luft bin? Weil sonst ist es doch nicht, oder? Ah, weil ich in der Luft bin. Ach so. Das erklärt tatsächlich einiges. Sehr interessant. Oh. Ich sollte vielleicht nicht gerade leuchten. Aber nachdem wir gerade eh. Doch, wir brauchen den Eiseffekt gleich wieder. Wir brauchen den Eiseffekt gleich wieder. Also zurück zu dieser zu dieser Kleidung. Ja. Okay, der Turm ist doch ein bisschen weiter weg, als es auf den ersten Mal, auf die erste Wirkung schien. Oh, wo ist der denn? Also dieses große Ding scheint der Eingang. Das ist ja ein riesiger Eingang. Das ist ja wirklich ein ziemlich großer Eingang in den Untergrund. Und der Turm ist da in der Mitte von diesem. Ah, das ist das. Ich weiß, was das ist. Das ist, das war im Original, also in Breath of the Wild, war das diese Dunkelheitsquest. Genau, da hat man hier so eine Dunkelheitsquest durchgemacht, glaube ich. Da war alles finster. Und jetzt ist das einfach der Ort von dem Turm. Auch cool. Also hier könnten wir jetzt wahrscheinlich. Oh, hier haben scheinbar sogar ein paar Leute ihre. Oh, sag nicht, ich muss irgendein Rätsel mit dem Turm jetzt machen vorher. Bitte nicht. Was ist mit dir? Ja, Kollege, ich habe auf dich gewartet. So ist es. Ich habe zwar diesen riesigen Brunnen an diesem unberührten Ort gefunden, aber ich kann nicht alles allein machen. Mir fehlen einige helfende Hände, deswegen sind die Nachforschungen in diesen Ruinen zum Stillstand gekommen. Diese Ruinen sind einfach eine Nummer zu groß für mich. Müsste ich sie alleine untersuchen, wäre ich aufgeschmissen. Forschungsgruppe in Kakariko gebeten, mir etwas Verstärkung zu schicken. Das bin ich nicht. Ja, das bin ich nicht. Ja, korrekt. Steintafelsuche. Okay, ich verstehe schon. Ich will mithelfen. Ja, laber halt nicht rum. Oh. Ja, ach nee, ich krieg's nicht an. Ich hätte es nicht starten sollen. Mann! Hep! Steintafellager, okay. Untersuche die Druibran-Ruinen. Führe die geheime Kunst der Weisen des Windes in der Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht. Oh, das sind Hinweise auf irgendwelche Sachen. Die geheime Kunst des Weisen des Windes in Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Okay, gibt es irgendwo eine Eulenstatue, die von Drachen bewacht wird? Erstaunlich, oder nicht? Wirklich erstaunlich. Ja. Ah.
Ah, das ist hier in den Ruinen. Okay, 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 alles klar. Aha. Wo Drachen war. Ah, mein Gott, das ist jetzt ja hier... Jede Tafel ist eine Mission, oder was? Nutze die geheime Kraft des Feuers, um dich in Windeseile zwischen den zwei Drachen durchzubewegen. Okay. Okay. Also Eule und viele Drachen zwischen zwei Drachen und hier dann wahrscheinlich die Kraft des Wassers. Und setze sie in Gegenwart des, von sechs Drachen frei. Okay. Sind das alles Schreine? Audience 2. Und das vierte fehlt natürlich noch, weil wir nicht die vierte Person haben. Scheiße. Okay. Ich verstehe. Ich will aber eigentlich nur den Turm auslösen. Lass mich an den Turm ran. Wieso kann ich den nicht nutzen? Was ist los? Im Kartografieturm selbst kaputt. Ah. Also ich habe mir schon gedacht, dass die Dinger da außen nicht umsonst da sind. Wie hoch komme ich auf die Art und Weise? Gar nicht. Ja, das nützt mir nichts. Na, weil die Teile hier sind nicht umsonst da. Ich muss da irgendwie hochkommen. Ach, so ein Käse. Ja gut, okay, dann pass auf. Ich habe vier Plattformen. Okay. Aber ich kann doch auch so da hochklettern, oder nicht? Das ging doch sonst auch eigentlich ganz gut. Sag mal, was ist denn jetzt dein Problem hier? Mein Gott. Hallo? Gerade ging's doch noch. Ah. So. Ja, hier geht's nicht weiter. Aber hier kann ich klettern. Da oben drauf müsste ich ja stehen können, ne? Yes. Sehr gut. Sehr gut. Hallo? Ne, nicht runter, hoch. Okay, das geht nicht, aber wir können klettern. Das sieht doch ganz gut aus. Yes! Okay, wir kommen bis nach oben. Sehr schön. Ja, das haut nicht hin. Machen wir es so. Ja, lol, da ist einfach so ein komplettes Ding obendrauf. Was ein Quatsch. Ist einfach das komplette Teil obendrauf gelandet. Alles klar.
Was hast denn du jetzt geschossen und wohin? Ach, da sind Viecher drauf. Ah, lol. Die habe ich gar nicht gecheckt. Ja. Dann haben wir das Problem ja ganz anders gelöst. So, lass mich an die Vorrichtung. Ja, laber nicht rum. So, Wunderbärchen. Abflug. Wir haben fast alle Gebiete vollständig. Es fehlt nicht mehr viel. Schui! Jetzt würde es mich natürlich auch reizen, die Rätsel in den Ruinen zu machen, aber ich will nicht schon wieder von einem ins, vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Na, das ist nicht so cool. Okay. Oh, hier ist gar nicht mal so viel Zeug in der Luft. Und zwar so eine kleine Plattform mit dem Zeug. Sowas hier. Hier wieder so ein Bosskampf wahrscheinlich. Und dann hier nochmal. Okay, so ein Ding. Okay. Das, ah, und hier ist die wir suchen. Wie weit ist die von hier weg? Ja, zu weit. Okay, komme ich jetzt nicht ran. Da komme ich jetzt nicht ran. Ist okay. Machen wir was anderes. Gut, ja, dann können wir jetzt aber auch uns direkt wieder... Nee. Nee, hier unten waren wir. Da wollen wir hin. Dorthin begeben. Die ganzen Steintafelgeschichten, da machen wir es sowieso erst, wenn wir die vierte Figur haben, weil dann haben wir auch das vierte Rätsel. Das ergibt sonst keinen Sinn. Okay. So, jetzt kann ich hier endlich der Statue berichten. Jetzt kann ich endlich der Statue berichten. Was wir rausgefunden haben. Die Muttergöttin-Statue ist also gestürzt. O edle Recke, ein derart schreckliches Schicksal darf ihr nicht beschieden sein. Ich bitte dich, hilf mir, die Statue wieder herzustellen. Finde den azurblauen Geist Neidra, der umhüllt von Eiseskälte durch den Himmel geleitet. Bietest du dann eine Neidra-Klaue an diesem... Okay. Habe ich zufällig schon eine Neidra-Klaue? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe wahrscheinlich noch gar nichts von den Drachen, kann es sein? Eldra-Schuppe, Farodra-Schuppe, antiker Dolch, Gigama-Nagel. Nee, hier werden die wahrscheinlich, die Klauen. Ja, okay, also wir müssen jetzt den Drachen jagen, wenn wir das irgendwann mal sehen. Gut, das ist jetzt nichts, was meine Priorität ist, aber good to know. Ab hier bringt also auch wieder eine Neidra-Schuppe etwas. Gut. Das bedeutet, ich mache jetzt eine Sache, die ich schon die ganze Zeit machen wollte.
Ich wollte schon seit Ewigkeit mal wieder zu dieser Statue zurück. Weil mit der konnten wir noch nie was machen. Und jetzt, wo wir die andere Statue gefunden haben, vielleicht ist die jetzt ja ein bisschen gesprächiger. Wer weiß. Da haben wir zum allerersten Mal, sind wir da ja auf Dings gestoßen. Hier auf, weißt du schon. So, wo waren die Statue da jetzt? Da hinten, ne? Konnte ich da einfach hinlaufen? Wait. Ach, ich muss mich da hochdingsen. Bin ich jetzt hoch genug? Wieso habe ich die noch nie aufgemacht? Wieso habe ich die nie aufgemacht? Okay, ich war damals wahrscheinlich sehr... Ja, da ist die Statue. Nee, doch nicht. Hä? Wait, ich bin verwirrt. Wo ist jetzt die Statue? Da drüben. Ich glaube, ich habe damals hier nicht so viel untersucht. Weil ich da noch sehr... Ja, das war das erste Mal, wo wir so eine große Mine gefunden hatten, glaube ich auch, ne? Ich glaube, ich habe damals hier noch nicht so viel untersucht. Deswegen ist das jetzt eine Mine, die wir zwar hatten, aber die noch nicht so ganz ausgelootet ist. Wobei, hier ist nichts mehr. Vielleicht war ich da doch oben drauf. Aber dass wir die Truhe da nicht hatten, hat mich jetzt gewundert. Na gut. So, aber hier stehe ich jetzt genau an der Statue. Ist die irgendwie ein bisschen komisch eingezeichnet oder was ist los? Denn die? Hä, hier ist die eingezeichnet. What? Ist die hier im Gebäude irgendwie drin oder so? Ja. Aber ich bin doch damals auch einfach zu der hingelaufen. Hä, wo war die denn? Geht's nochmal da rein? Kann man hier irgendwie weiterlaufen? Okay, hier geht's hoch. Ist die
die hier drin vielleicht gewesen? Aber ich bin auch damals nicht hier hochgelaufen. Jetzt bin ich doch gleich wieder bei der Truhe, die ich nicht aufgemacht habe. Hä? Ist die Statue unter mir? Ist die weiter unten? Bin ich zu weit oben jetzt gerade? Ist das eine Möglichkeit? Oder ist das Symbol einfach dumm eingezeichnet? Anyway, hier sind coole Irrlichter. Ja, aber ich muss doch... Hä? Ist die wirklich weiter unten vielleicht gewesen? Kann man hier weiter runter? War selten so verwirrt wie jetzt. Ich meine, ich habe die doch damals gehabt. Ich stand doch vor, sonst wäre sie ja auch nicht eingezeichnet. Genau hier ist die eingezeichnet. Kann ich hier irgendwie weiter runter nochmal? Ist die in so einer Art Höhle gewesen? Hier geht's weiter runter. Okay. Okay. Ist die vielleicht in so einer Art Höhle? Oh, guck mal, hier sind auch noch ganz viele Irrlichter. Die habe ich auch nicht mitgenommen. Scheiße, ich habe damals so viel verpasst auf dem Weg hierher, ne? Hoppala. Ich habe damals so viel verpasst auf dem Weg hierher. Das ist echt ein bisschen kritisch. Oh, hier geht's rein. Ja, da unten ist sie. Sie ist unten drunter gewesen. Alles klar. Hä, lol, hier unten ist der Hauptteil der Mine, oder was? Oh, maha. Oh Gott, ich habe hier damals so viel nicht mitgenommen. Weil ich komplett überfordert war. Dann muss ich ja nochmal den Ort komplett untersuchen jetzt. Oh, da unten sind ganz viele Irrlichter. Och, nö. Ja, das habe ich damals alles nicht, ne? Alles nicht untersucht. Scheiße. Ah, das ist einfach so ein Aufzug. Stimmt, ja, doch, ich erinnere mich an den Aufzug, erinnere ich mich, glaube ich, aber so ein bisschen. Ja, da unten sind, oh mein Gott, wie viele da sind. Oh mein Gott, wie viele da einfach sind. Ja, doch, an die Aufzüge erinnere ich mich, an ihr so an sich schon in der Art und Weise. Oha, wie viele hier sind. Wie ich die alle habe liegen lassen, bin ich denn komplett Meschugge.
Was habe ich denn hier noch alles liegen lassen? Was ist das? War ich da? Wait a moment. Ist das so eine... Nee, da kriege ich keinen. Da kriege ich gar kein Signal, okay. Ich dachte, vielleicht muss ich die fotografieren oder so, aber... Da kommt gar nichts, okay. Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn das so eine gewesen wäre. Ach du Schande, ich habe hier alles liegen lassen. Ja, hier bin ich wahrscheinlich hergekommen, ne? So. Und dann war ich komplett überfordert. Aber ich glaube, jetzt kann ich wirklich hoch. Stopp! Das war jetzt nicht so smart. Das war jetzt gar nicht smart, okay. Aber ich wollte auch gar nicht den ganzen Weg nach oben. Hier sind ja auch so Stückchenaufzüge gewesen, ja. Machen wir mal nur ein kleines Stück. Der fährt wahrscheinlich komplett hoch, der da drüben. Aha, und den habe ich wahrscheinlich genommen. Ich habe wahrscheinlich den Aufzug genommen, der komplett hochfährt. Und deswegen habe ich die ganzen Sachen hier drüben nicht mitgenommen. Ja, okay, das ergibt Sinn. Ja, okay, das ergibt tatsächlich Sinn. Dann hoffe ich, dass ich jetzt alles gefunden habe. So. Dann gucken wir mal, ob die Statue mir jetzt was verkaufen will. Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. Ja, das war damals schon die Information. Ach so, dann sagt der mir wahrscheinlich alle anderen Magierstatuen an. Das war ja damals schon meine Vermutung. Also überlegen wir mal, vergessenes Plateau... Schlosstor. Gefangen auf dem Grunde des Wassers. Ist das jetzt eine Statue, die er mir hier nennt, oder sind das alle? Wie würde ich denn die bezeichnen, die ich gefunden hatte letztens? Die war bei der Quelle, auf dem Grunde des Wassers, theoretisch, ne? Ja, aber die anderen helfen mir ja gar nicht. Ja, okay. Also die hilft mir wirklich gar nichts. Aber gut, dass wir zurück sind. Da habe ich zumindest nochmal die Dinger gefunden. Und die anderen Orte kann mir ja... Also ich habe ja auch ein paar eingezeichnet bekommen, ne? So die zum Beispiel, die habe ich ja eingezeichnet bekommen. Ach nee, das ist die, wo ich war. Irgendeine habe ich eingezeichnet bekommen, bei der ich noch nicht war. Hier zum Beispiel. Die habe ich ja eingezeichnet bekommen. Also... Man kann die ja auch sich so freischalten. Okay. Okay, gut. Dann würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal dann einmal um Hateno kümmern und gucken, was es hier alles so an Quests gibt und Möglichkeiten und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.